Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer. Heute werden wir unseren RAM-Controller bauen und dazu habe ich hier eine kleine Demo vorbereitet, denn das ist im Grunde eine runterskalierte Version von dem, was ich euch gleich zeigen werde. Und zwar seht ihr, wir haben hier Knöpfe D0 und D1, ST, CLO und dann hier High Constant, also ein konstant angeschaltetes Signal. Falls ihr das da nicht zur Verfügung habt, könnt ihr alternativ auch einfach ein Not Gate nehmen, was dann eben keine Eingabe hat. Und bei der Ausgabe haben wir eben 0, 1, 2 oder 3. Das heißt, wir haben hier quasi einen Decoder, wo wir aus den binären Werten einen dezimalen Wert bekommen. Und ja, das werden wir hier mit diesen Bausteinen machen, mit Buffer Gates, Not Gates, AND Gates und 1-Bit-Registern. Und so gesehen, ihr braucht die 1-Bit-Register nicht, aber ich werde das bei meinem RAM-Controller nutzen. Daher zeige ich euch das einfach noch. Und wir fangen einfach mal an, indem wir einen im Grunde eine 2-Bit-Speicherzelle bauen. Und die packen wir einfach untereinander. Das heißt hier natürlich D kommt in D rein, ST kommt in ST rein, die Clock kommt in die Clock und hier haben wir die Besonderheit, dass wir das Laden, also LD, mit einem High Constant bepowern. Das heißt, wir haben immer eine Ausgabe, egal wie es aussieht. Genau. Und jetzt haben wir hier unsere Daten und wir speichern mal einfach eine 1 da rein. Speichern. Speichern und die Glocke natürlich. Ihr seht, das Q leuchtet dort auf, das heißt, dort ist was gespeichert. Und jetzt wollen wir hier ein bisschen dekodieren. Das machen wir, indem wir hier unsere Buffer Gates einmal nehmen. Wir machen die hier einmal hin und hier einmal hin. Ihr braucht die Buffer Gates nicht unbedingt, aber zur besseren Visualisierung habe ich die jetzt mal hinzugefügt. Dann haben wir die Ausgaben genau an derselben Stelle. Und die Ausgaben von den 1-Bit-Registern packen wir hier einfach mal die Eingaben rein. Das verschieben wir mal ein bisschen so, damit es ein bisschen symmetrischer ist. Und dann können wir auch die Linien einfach so machen. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal die Werte an und fragen uns, was brauchen wir für eine 0? Für eine 0 müssen natürlich beide Werte abgeschaltet sein. Das heißt, wir nehmen uns hier einfach mal zwei AND Gates. Ich weiß, das funktioniert hier in Smart Logic Simulator auch, indem man einfach das da macht. Ja. Und eigentlich habe ich zu viel. Und zwar einige. Jedenfalls, wir brauchen hier für alle von denen ein AND Gate. Wenn ihr es größer macht, dann braucht ihr natürlich mehr. Und die restlichen können hier weg. Ich habe mich eben ein bisschen verzählt und mir ist es jetzt erst aufgefallen. Das heißt, ihr braucht quasi AND Gates, die dann die Kombination quasi überprüfen können. So, und jetzt fragen wir uns, was brauchen wir für eine 0? Für eine 0 müssen beide ausgeschaltet sein. Das heißt, wir nehmen die negativen, die negierten Ausgaben davon. Und ihr seht, 1 ist ausgeschaltet, das andere ist aber angeschaltet. Das heißt, wir kriegen kein 0 raus. Dann fragen wir uns, was brauchen wir für ein 1? Ja, der obere Bit, das ist der höhere Bit, das ist der zweiwertige Bit quasi, der muss auch noch ausgeschaltet sein, aber der hier unten muss angeschaltet sein, das ist nämlich der einer Bit. Das heißt, wir packen das hier hin. Und, achso, nee, das war die Not-Ausgabe, nämlich wir brauchen hier die Buffer-Ausgabe. So, und ihr seht, wir haben 0, 1 gespeichert, das heißt, wir haben eine 1. Dann für die 2 sagen wir, wir brauchen hier die Buffer-Ausgabe, aber nicht das, sonst hätten wir ja eine 3. Genau das ist bei der 3 der Fall, da nehmen wir einfach beide Buffer-Eingaben. Und jetzt können wir quasi einmal da durchgehen. Wir haben hier erstmal die 0. Ja, das ist einfach, beides ist ausgeschaltet, das ist die 0. Dann sagen wir mal, wir nehmen die 1. Dann sagen wir, wir nehmen die 2. Und dann sagen wir nehmen die 3. Und genauso funktioniert das mit dem Großen, bis auf die Tatsache, dass es halt sehr viel größer ist.
Und ich zeige euch das einfach mal. Wir speichern das. Und dann gehen wir hier mal zu unseren Circuits ganz nach unten und gehen hier rein. Ich weiß, der Name ist ein bisschen unverständlich, aber hier haben wir das. Ja, ihr erkennt hoffentlich einige Gemeinsamkeiten. Hier haben wir die ganzen Daten. D3, D4, D5, D6, D7. Und eigentlich ist es D0, D1, D2, D3 bis D4. Aber okay, habe ich ein bisschen falsch gemacht. Dann haben wir hier unser RCI, das ist quasi unser Speichern, unsere Clock und natürlich unser High Constant. Dann unsere Speicherzellen und hier haben wir unsere Buffer und unsere NOT-Ausgaben quasi. Und die haben wir dann alle zusammengefügt. Wir gehen mal hier ganz oben zur 0 und da müssen alle quasi negierten Werte rein. Je mehr Bits man hat, desto mehr AND-Gates muss man hinzufügen. In dem Fall braucht man eben 4, wo man dann alle fünf Eingaben tatsächlich zusammenpacken kann, um eben die 0 rauszubekommen. Und es funktioniert halt für alle Zahlen hier, bis natürlich zur 31. Wir haben natürlich 32 Speicherzellen, aber die erste Speicherzelle ist natürlich Speicherzelle 0, daher geht das nur bis 31. Und das funktioniert im Grunde genauso. Also wir nehmen mal hier D7, also ist eine 1, dann nehmen wir hier die 4, also es wäre eine 5 und dann nochmal die da. Und das ist wieder mal eine 13. Dann sagen wir hier, wir speichern und dann lassen wir die Clock einmal laufen. Danach können wir alles wieder wegmachen und da bekommen wir auch die 13 raus. Und das war es im Grunde mit dem Prinzip hier. Also ich werde euch nicht alles zeigen, wie man das hier baut, aber ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden, indem ihr einfach quasi die Speicherzellen erstmal aufbaut, damit man es wirklich speichern kann, dann die Buffer und Not Gates da rausholen und dann eben die einzelne Kombination immer abfragen mit alle 0, das erste ist 0, das zweite ist 0, das erste ist 1, das zweite ist 1, die ersten beiden sind 1, dann ist das dritte 1, das dritte und das erste ist 1, dann das dritte und das zweite ist 1 und so weiter und so fort. Und ich weiß, es dauert eine ganze Weile, aber ich habe es jetzt hier schon mal gemacht und ich will euch nicht damit langweilen, wie das dann genau aufgebaut werden muss. Ja, das war's mit der Folge. Es war eine recht kurze Folge, im Grunde ein Showroom quasi, wo ich euch das gezeigt habe. Und das wird hier dann unsere einzelnen Speicherzellen in unserem RAM ansprechen, damit wir Befehle bzw. Werte laden können. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!